Um mit dem Bau einer Modulanlage zu beginnen, brauchen wir zunächst eine komplett leere Arbeitsfläche. Dazu löschen wir alle Elemente der Startanlage. Auch die Bodenplatte. Wir wollen nun als erstes die kleinstmögliche Modulanlage zusammenstellen. Dazu ziehe ich das Modul 2-03 Ende links auf die Arbeitsfläche und korrigiere die Position. Dann nehme ich das Modul 2-04 Ende rechts und schiebe es vorsichtig an das andere Modul heran. Wenn die Module von selber einrasten, sind die Schienen korrekt verbunden. Den rechten Abschluss bildet das Modul 2-06 Wende rechts. Mit dem Modul 2-05 Wende links wird die Anlage vervollständigt. Auf unserer Mini-Anlage sollen natürlich auch Züge verkehren. Dazu habe ich in meinen eigenen Dateien einen Ordner angelegt, in dem sich komplette Züge speziell für Modulanlagen befinden. Ich entnehme einen Personenzug, drehe ihn in die richtige Richtung und kann ihn so komplett auf ein gerades Gleis aufsetzen. Jetzt muss die Gruppe aufgelöst werden und die Lok bekommt bei gedrückter Pausentaste eine Geschwindigkeit zugewiesen. Wir nehmen noch einen Güterzug und platzieren ihn auf dem Gegengleis. Dann geht es genauso weiter wie bei dem Personenzug. Jetzt können die Züge durch Drücken des Play-Buttons auf die Reise geschickt werden. Durch die gleichbleibende Geschwindigkeit treffen sich die beiden Züge nach Durchfahrung der äußeren Wänden immer wieder genau in der Mitte der Mini-Anlage. Man sieht noch sehr deutlich den Übergang zwischen den beiden Modulen. Das liegt an der Texturzuweisung des Hintergrunds. Wenn ich das rechte Modul auswähle und die Taste F3 drücke, kann ich die Einzelteile des Moduls einsehen und anwählen. Ich wähle den Modulkasten und in diesem die Wechselkulisse aus. Beim Druck auf das Pinselsymbol im Eigenschaftsfenster sehe ich, welche Textur aus dem Katalog dem Hintergrund zugewiesen ist. Austria 4. Bei Einsicht der Einzelteile des linken Moduls fällt auf, dass es hier zwei Kulissen gibt. Die hintere Kulisse soll nun die Textur Austria 3 und die linke Kulisse die Textur Austria 2 bekommen. Damit haben wir einen durchgehenden Hintergrund und können die Züge eine Zeit lang beobachten.